got the thing that go bump in the night. Whoa. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Dead Island 2. Ich habe es geschafft, dass wir das letzte Mal, dass wir die Tür hier zugemacht haben. Und jetzt wollte ich mich hier noch ein bisschen umgucken, bevor ich nach innen gehe. Da haben wir eine Werkbank, ungewöhnliche Nahkampf-Perforator-Mod. Cool, zeig mal. Waffen, die diese Mod unterstützen, sind hauptsächlich Messer. 3 Messer habe ich da einstecken. Deine Waffe kann Blutungsschaden zufügen und erhält einen kleinen Schadensboost. Bei aufeinanderfolgenden Treffern trifft zudem der Effekt blutend in Kraft. Ja, das ist doch cool. Ich bin mal gespannt, wann ich die Dinge finde. Ich habe jetzt erst einen Bauplan entdeckt. So, da haben wir noch ein Medikit. Das ist nice. Eine Sicherung, die hebe ich dann gleich auf. Wir haben Schrott. Noch eine Sicherung. Da haben wir noch ein Medikit. Dankeschön. Aber die Werkbank kann ich jetzt nicht nutzen, ne? Ich schaue jetzt mal ganz kurz, ob mir die eher angezeigt wird. Sie mir als Werkbank, aber nutzen kann ich sie noch nicht. Ich muss wahrscheinlich erst einmal hier so richtig aufräumen. Verstümmelt. Ja, kann man auch sagen, ne? Stimmt, da vorne müssen nämlich noch welche rein. Nein, nein, nein. Danke. Den einen mit Hilfe des anderen fertig gemacht. Her damit, mit dem Proteinriegel. Na komm her. Befestigung, Mats. Ja, super. Du blöder Hund. Ja, ihr brennt ruhig. Ups. Ui. Wie viel seid denn ihr? Upsi. Nein, nein, nein. Ups. Gleich den Riegel geschnappt. Da war. Gehst du weg? Gehst du? Okay, wir können uns mal dieses Ding hier nehmen. Dann würde ich sagen, holen wir mal eine von den Batterien. Aufstieg 9, neue Verteidigungsfähigkeitskarte freigeschaltet. Naja, dann machen wir doch gleich einmal uff. Hier, was haben wir denn freigeschaltet? Da jetzt nichts. Gucken wir mal. Ausweichen, ja, alt links. Ausdauer und Betäuben. Okay. Das Ding ist Verteidigungsfähigkeitenkarte. Um dich gegen Angriffe zu verteidigen, gut getimte Blocks füllen deine Ausdauer und Betäuben. Konterangriff. Okay, irgendwie, keine Ahnung. Das Ausweichen ist doch besser, würde ich sagen. Ansonsten. Genau. Da haben wir das Bessere. Aber das ist nicht wirklich das. Füllen deine Ausdauer auf und betäuben Zombies. Füllen Ausdauer aus und betäuben Zombies. Okay, ich denke mal, dass das besser ist. Da haben wir nur die eine. Da haben wir den Schienbein-Schrapnell. Okay, uff.
Die Sprungkraft ist natürlich besser. Sicherer Raum. Medikits löst eine kraftvolle. Den da habe ich doch eigentlich ausgewählt gehabt. Das hat mich nämlich gewundert, warum ich keinen. Warum da nichts auslöst. Füllt Gesundheit auf. Den da könnte ich doch dann noch machen als zweites, weil wenn der Gesundheit auffüllt, wäre das natürlich gut, ne? Zweite Luft. Okay. Bricht lieber Knochen zusammen. Okay. Wird schon passen, denke ich. Block. Haben wir ja gerade gemacht. Okay. Schnappen wir uns mal die eine Batterie hier. Oder Sicherung, wie auch immer. So, ich hoffe, dass ich die auch hier reinbekomme. Tschüss. Nein? Mal das andere Messer vielleicht. Ui. Ui. Den reinkicken ins Feuer hoffentlich. Geh weg. Ich mag dich nicht. Das ist der Schocktyp hier. Ui. Weg, 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 weg. Hä? Was war jetzt das? Ah. Es soll zumindest blocken ein klein wenig. Okay, ich kann da nicht ausweichen mit der Mod hier. Da mache ich einen Block. So, was haben wir noch? Elektronikteile. Was jetzt natürlich nicht so toll ist, ist, dass die Batterie hier drin liegt. Naja, ich weiß schon. Okay, die eine haben wir schon mal. Schlurfer. Bringe den Unterhosenmann dazu, dich reinzulassen. Machen wir den Unterhosenmann. Ich würde aber trotzdem gerne hier mal gucken, ob ich da noch rankomme an dieses Ding. Nein, nicht ins Wasser! Stolen swords up for grabs? Let's go! So. Jetzt. Jetzt bin ich beruhigt. Zumindest etwas beruhigter. Schauen wir mal, ob wir da noch irgendwas haben. Ach, da liegt auch eine. Super. Energy Drink, her damit. Da auch noch irgendeine Energy? Nee. Schauen wir mal, ob hier noch was ist. Da unten eventuell. Also natürlich nicht ins Wasser jetzt. Okay. Dann schauen wir doch mal. Oh. Batterie hätte ich natürlich auch mitnehmen können, ne? Naja, gut. Hallöchen. Hey, were you getting the pizza or were you fighting zombies in the yard? I fixed your gate. Oh, right. Say pizza. Right. No. Sorry, man. Big evacuation party, you know. Oh, shit. We gotta get to the evac. Roxy? Roxy, hey. Hey. Come on, babe. No time to sleep. We gotta evacuate. Hey, Jesse, pack your shit. We're going. The evac's over, guys. Oh. Oh, my fucking skull. Oh, meine Güte. Boom! God's a whiskey! God's a whiskey. Slept through another alarm. Hey, at least we got supplies for a few months. You got that much food here? Food? Dir wahrscheinlich eher. Okay, guys, concentrate. I need Michael Anders. What do you want with that stiff?
they don't get along. You don't call the lead singer of Gods and Whiskey a has-been. Damn right. The correct term is was-been. Baked bean? Stop talking about beans. Okay, okay. Desi might know. Oh, she's not here. I'm not getting that feeling of disapproval. Another note. Dear mother, if you must have sex at 3 a.m, please can you refrain from moaning and screaming quite so loudly? That was you. Say she's gone up the hill to help a friend. You let her go outside? Hey, she's smart. She's in med school. She's real sneaky, too. Every time I turn around, it's like, whoa, she's right there. I'm gonna find her. Ah, cool. Looks like we're gonna have the place to ourselves. No. I need to get my head together. Hey, come on, she's gonna be okay. They're gonna find her. Come on, let's, like, plan and shit. Yeah, play to our strengths. Was war your big plan then? Na dann. Let me see that auf der Suche nach dem verlorenen cool. Mike. It's on the floor there. Okay then, go on. Okay. Lasst uns hier mal ein bisschen umgucken. Ach, das ist für mich, alles klar. Wir müssen aber auf jeden Fall dann an die Werkbank. Okay. Wird jetzt auf dem Kühlschrank. Wenn du wieder zu Bewusstsein kommst und dich zufällig fragst, wo ich bin den Hügel rauf, um einen Freund zu helfen. Ich werde mal mit dem Typen auf der Baustelle sprechen und komme später wieder. Bitte sagt Ricky, er soll seine Hose anziehen. Ja, ja. Ich lasse die zweimal quatschen und schaue mich hier noch ein bisschen um. Da haben wir noch ein Medikit. Meine Güte, ey. Das ist nicht wohnen, das ist hausen. Da fühle ich mich richtig zu Hause. Da auch nichts. Kleber. Oh, meine Güte. Eine Bon, jawohl. Steht da sogar noch der Preis drauf? Plus 10? 10 Dollar? Eine Billigbon? Also ehrlich. Das sind Rasensprengler. Oh, da haben wir noch ein bisschen Geld, was ich vorhin vergessen habe. Sprinklerkontroll. Jetzt ernsthaft? Oh Mann, nun, die habe ich vorher nicht gesehen, ne? Oh, da hätte ich nämlich dann easy hier reinhauen können mit meinem Strom und dann wäre es nämlich auch gut gewesen. Ah, lasst uns mal an die Werkstatt gehen. Was tust du hier? Werkbank benutzen. So, wir können gleich mal hier die Sachen reparieren, soweit wie es geht. Ich hoffe, alles. Aber ich muss mir irgendwann einmal die Zeit nehmen und die Sachen hier durchschauen. Aber ich brauche auf jeden Fall irgendwas auch mit Feuer, ne? Vielleicht sollte ich... Moment, warte mal, geh mal in den Rucksack. In den Rucksack, habe ich gesagt. Vielleicht sollte ich die hier mit den... nee, nicht wirklich, ne? Was könnte ich denn da tauschen? Vielleicht eine von den Stromsachen? Dass ich doch die Handschuhe weg tue? Ja, die ist wesentlich besser wie die, ne? Also da muss ich sagen, dann eher das da. Die hat 99, die hat 66 Schaden. Und wir hätten Feuer noch mit dabei. Raus da. Geh nochmal rein. Wir können ja hier nichts weiter machen. Oder? Können wir noch irgendwas ausrüsten? Nein. Nee, dann lassen wir das auch mal.
So. Gucken wir doch mal. Angriff auf der Kwon-Krieger. Irgendwie. Keine Ahnung. Ach, da hoch. Okay, ist jetzt im Boden verschwunden oder wo ist die hin? Also was das für ein Giftfass hier ist. Hast du was fallen lassen? Nein. Was haben wir hier? Da ist alles dreckig. Aber rumliegen tut hier nichts. Gehen wir halt einmal da hoch. Da haben wir bestimmt noch eine nette Unterhaltung hier. Hä? Wo ist jetzt die hin? Komisch. Ah! Na dann, klopfen wir doch einmal vorsichtig. Oder auch nicht. Oder wir gehen... Was ist das für ein Krach? Everyone's rocking out today. Haben die Party da oben, oder was? Anscheinend. Zombies tanzen. Ja, die haben da oben anscheinend Feier oder was weiß ich. Jesse was deliberately attracting zombies. And you? Achso. Halten. Okay, und damit ist dann der Pool da unten elektrisiert. Wir schauen das dann mal ums Haus rum. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Ich mache denen gut Schaden, würde ich sagen. Okay. Kommen wir da rein? Nee, tu es nicht. Ups, hier. Na komm her. Was willst du mir antun? Nicht viel, ne? Okay, da haben wir noch ein Ölfass. Ansonsten ist da nichts drin. Schauen wir doch mal außen rum. Sollen wir hier in der Nähe bleiben vom Haus? Da werden überall nicht reinkommen. Da sind noch Party People. Crap! Someone set traps. Okay. Was sind das für Traps? Na,
drin bewegt sich auf jeden Fall was. Lass uns doch mal auf in die andere Tür reingucken erst. Ich bin ja ein bisschen Schisser, ne? Das wisst ihr ja. Ich wollte jetzt erst einmal da noch reingucken, weil mir sah das eben so aus wie ein kleiner Raum, aber da ist gar nichts. Na, kommt her. Oh, kann ich da aufmachen? Da kann ich nicht zumachen jedenfalls. Okay. Sonst nichts. Ja, da muss ich echt aufpassen, weil wenn da Fallen sind, möchte ich nicht unbedingt in diese reinlaufen. Jesse? Anyone? Große Baustelle hier. Und? Okay, now what? Ups. Chemikalien. Oh. Warte mal, ich könnte was schmeißen. Eigentlich egal, ne? Was? Upsi. Why is no one coming to investigate the noise? Muss ich mir erst einmal umgucken, bevor ich rausfinde, was das für ein Lärm ist. Hier ist sonst nichts mehr, ne? Ein Energy Drink, ein Teil, was ich nicht aufheben kann. Schaut ja fast so aus wie die Hütte von dem anderen. Ist irgendwas elektromäßig am Brutzeln. Das heißt, ich würde jetzt da mal nicht lieber hochgehen. Oh, Hallo? Wir kommen jetzt auf jeden Fall nach oben, so viel ist klar, aber warum der da nicht? Weil der schaut mir eigentlich so aus, als würde er einer von den lieben ganz kräftigen sein. Ah ja. Komm du mal her zu mir. Ach so. Da irgendwas? Nein. Ja. Aber erstmal ein wenig ausräumen hier. Soweit es geht. Da haben wir nochmal Geld. $24 ist immerhin etwas, ne? This party's over.
Oh nein! Ich habe jetzt gedacht, dass ich die halt anhaue, so wie die ganze Zeit, und dann fliegen die durch die Gegend. Ich bin mal gespannt, wann wir das alles machen können. Hallo? Finally. Danke. Sure glad you showed up. Dankeschön, Jesse. Okay, dann gucken wir mal, dass wir was reparieren können. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, so, die Dinger können wir gleich mal wieder zerlegen, F3. So, und ich würde jetzt tatsächlich auch mal das Ding hier zerlegen. Weil ich habe eigentlich genug Waffen, die gut Schaden machen. Bei dem bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das... Wahnsinn, ungewöhnlich. Herstellen? Ah ja, stimmt, ich könnte noch ein Medikit herstellen, vielleicht einmal. Dann hätten wir 4 Stück und wir haben immer noch Platz für neue. Oh, was haben wir denn da? Nahkampf-Verstümmler-Mod. Zeig mal. Diese Mod unterstützen Nahkampfwaffen. Gewährt einen kleinen Boost für physischen Schaden bei aufeinanderfolgendem Schnelltritt. Zudem der Effekt geschwächt in Kraft. Okay, dafür kriegt man Ausdauer zurück. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Jetzt wäre die Frage, worauf könnte ich die machen, dass ich zum Beispiel das Ding hier nicht recyceln, sondern upgrade. Kann ich das hier tauschen? Nein. Kann ich das da tauschen? Ja. Okay, damit haben wir das einmal. Recycle, Upgrade. Leer. Da könnten wir zum Beispiel auch das da mal machen. Und das da. So, und dann hätten wir quasi nochmal ein zusätzliches Messer. Mal schauen. Gut. Jesse. Servusle. I'm Jesse. Amy. I'm a friend of Michael's. Oh. He never mentioned you. You can make friends quick these days. You bonded over not being dead? We suddenly had a lot in common. Where is he? On his way to Monarch Studios. Huh. You say why? He had to get something important. So I made a lot of noise to distract all the zombies, and Michael snuck through the gate to the studio access road. My plan was to hang out with the construction guys till the zombies got bored and left. They all seem to be zombies too. Well, obviously I didn't know about that. They were fine yesterday. Look, your mom's stressing. You need to get home. Oh, they regained consciousness, did they? You know, she was perfectly sensible before she met Ricky. Now it's like trying to keep a couple of wasted teenagers alive. You're gonna have your hands full. Hmm. I just hope Michael comes back. I miss having someone intelligent to talk to. Shall I walk you back? I'm pretty sneaky when Michael's not galumphing along next to me. You can get going. All right. Later. Okay. So, sammeln wir mal die Sachen noch ein, die wir jetzt halt wieder Platz gemacht haben. Hier war nichts weiter. Mal schauen, ob wir jetzt halt noch jemanden begegnen auf dem Weg nach unten. Aber ich denke mal, der Große wird aufstehen, oder? Nicht einmal. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass der aufsteht, der Kerl. Hm. Oh. Eine Kiste, die ich nicht gesehen habe. Monarch Studios. Why, Michael? So. Na, ja, das müssen wir schon wieder reinmachen, den Strom, dass die hier geschützt ist. So, let's see. Ich habe dich schon gesehen im Augenwinkel.
das geht natürlich. Wir müssen in die Richtung. Alles klar. Nehmen wir mal Feuerdingsbums in die Hand. Mal damit ein wenig ausprobieren. Wenn hier schon so viel Feuergezeugs ist, ne? Da soll ein Tennisplatz anscheinend her. Okay, hier ist nichts weiter. Schrott haben wir da. Da haben wir nochmal eine Batterie. Okay, wo sollen wir denn jetzt hin? Dahin. Und hier nach oben, alles klar. Y'all looking for Michael too? Nein. Nein. Ich muss jetzt unbedingt ändern mit dem Ausweichen. Ich muss das unbedingt ändern mit dem Ausweichen. Weil ich bin normalerweise der Typ für Ausweich. Moment. Da gehen wir mal ganz kurz auf die... Zum Glück bleibt es. Verbrauchsteile, Schlüssel, Fähigkeiten. Und zwar... Was war denn das? Sicherheit geht vor. Das Blocken, ne? Für den Ausdauer und Betäuben Zombies konnte ja, bloß bei so vielen würde ich sagen, ist es besser, wenn ich wirklich ausweichen kann. Kommt ihr mal mit, bitte. Das hält mir ja nicht aus. Ja, ihr könnt auch hier in die Säure reinlatschen, das ist mir auch egal. Ihr seid voll Einchen, ne? Danke. Ich denke mal, dass das Feuer mit am besten hilft. So, wir haben irgendeine Herausforderung erledigt, aber ich habe keine Ahnung, welche. Ja, Zombies sind doof, ne? Ja. So. Ganz viel Säure, ein bisschen Geld noch einsammeln. Energy Drink auf jeden Fall, gerne genommen. Haben wir jetzt da alles? Oh, Plauderstunde. Was haben wir denn da? Christi, ich muss mal Dampf ablassen. Dafür sind unsere Chats da. Nur zu, ich brauche auch mal eine Pause von diesem giftigen Mist hoch und runter zu schleppen. Okay. Reicht mir schon. Okay.
Stoff sind wir voll. Kleber können wir nehmen. Was haben wir da? Eine Rohrbombe. Neues Wurfgeschoss freigeschaltet. Okay, nice. Also anstatt den Shuriken könnte ich natürlich dann die hier nehmen. Und natürlich weiterhin diesen Ablenker. Okay, ich lasse es nochmal auch da drauf. Stupid autograph hunters. Jo. Ist gut. Die taucht was. Warum gehst du da nicht mit dem Strom? So. Ja, die Batterie ist kaputt, ne? Na gut, das macht nicht viel, ne? Wenn du eh schon brennst, dann brauche ich nicht noch mit Feuer zu dir kommen. So, schauen wir mal, was wir da vielleicht haben. Koffer noch. Wunderbar. Okay, nice. Dann würde ich tatsächlich sagen, wir machen hier das nächste Mal weiter. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall wieder mal. Lasst mir gerne ein Like da, wenn es euch auch gefallen hat. Gebt mir gerne einen Kommentar ab. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.